Liebe Schwestern und Brüder, ich habe eine wunderbare App auf meinem Kalender. Die spielt die Feste schon mal ein und siehe da, ich konnte es wissen. Nach Karfreitag kommt Ostern. Das stand da schon. Das kommt nicht überraschend. Ich denke mir, wenn die Jünger damals einen anständigen Kalender gehabt hätten, hätten sie auch gewusst. Nach Karfreitag kommt Ostern. Vielleicht hätten sie es wissen können. Vielleicht kommt Ostern tatsächlich nicht so überraschend. Hätte nicht so überraschend kommen können. Und zwar nicht deswegen, weil die einen Kalender gehabt haben oder schon drin steht, sondern weil vielleicht die Spuren der Auferstehung, die Spuren des Leben Gottes eigentlich die ganze Zeit da waren und sie es nicht gesehen haben, obwohl Jesus es mehrfach angekündigt hat. Und tatsächlich ist das so. Im Rückblick merken wir manchmal, logisch, klar, genauso hätte es kommen können. Irgendwie ist es so, dass wir die Spuren Gottes in unserem Leben entdecken, wenn wir zurückschauen. Frag mal die Alten. Wenn sie es noch nicht entdeckt haben, schauen sie mal zurück. Es ist sogar schon an der Stelle, wo Mose Gott begegnet von Angesicht zu Angesicht, da ist es im Vorübergang und er schaut zurück. Und er sieht Gott. Auch im Rückblick ist das Kreuz ein Kreuz. Das Furchtbare, was Menschen einander antun. So brutal und so grausam. Nicht zu begreifen. Aber dieses Furchtbare, was Menschen einander antun, ist zugleich der Ort, wo Jesus, in dem er das annimmt, es verwandelt. Und deswegen die Liebe des Lebens tatsächlich am Kreuz gegenwärtig ist. Und ja, klar, wir waren doch die ganze Zeit mit Jesus unterwegs, wir hätten es wissen sollen, wissen können, dass er eigentlich in jedem Schritt, den er gemacht hat, vertraut hat auf Gott, seinen Vater. Und das ist ihm nicht leicht gefallen auf diesem letzten Weg, aber es war da. Diese lebendige Beziehung zu seinem Vater, die es ermöglicht hat, dass Gott ihn aus dem Tod herausruft. Auf Verstehung. Dieses Vertrauen, das Jesus gehabt hat, das prägt ihn dann auch bis in die letzte Stunde in allem. Weil es, hat man gesagt, dass die Speise ist, von der er lebt. Er bleibt und bewahrt die Freiheit, Gott zu lieben, auch dort, wo es Menschen ihn austreiben wollten. Ostern kommt von dem Gott, dem Jesus vertraut hat. Die Hälfte Zeit weg. Ein letzter Punkt. Ignatius von Loyola, der mit einem Kreis von anderen Studenten damals vor 500 Jahren einen Orden gegründet hat, der hat für sich ein Wort entdeckt, das ihm wichtig wurde. Das Wörtchen heißt Indifferenz. Das ist ein Wort, das man sich merken könnte, weil es darum geht, wie wir Vertrauen aus Freiheit können. Er meint nämlich damit eine Haltung, die es möglich macht, dass wir ganz engagiert leben für etwas, was wir als Ziel erkannt haben, uns ganz dafür einsetzen, aber die Freiheit haben, loszulassen, wenn es anders kommt, ohne dass uns die ganze Welt zusammenbricht. Weil wir mit bleibendem Vertrauen Gott sind.
Indifferenz meint also nicht, es ist mir egal, sondern Indifferenz meint, dass ich alle meine Kräfte einsetzen kann und alles tun kann, was ich kann, für das, was mein Ziel ist, was Gott mir vor die Augen gestellt hat, dass das, was in meinem Leben wichtig ist, aber ich auch in dem letzten Gott vertrauen darf, wenn es anders kommt. Und tatsächlich, das ist die Freiheit. Wenn es anders kommt durch ein Kreuz, dann ist dadurch das Kreuz nicht gerechtfertigt. Das Kreuz ist furchtbar. Und wenn ein Land, das Nachbarland überfällt mit einem Krieg, das ist furchtbar und wird durch kein Osterfest gerechtfertigt. Und dort, wo Menschen einfach desinteressiert sind daran, welchen Schaden sie anrichten mit der Weise, wie sie leben und konsumieren, dann ist das nicht gerechtfertigt durch ein Osterfest. Und auch nicht der Krebs und auch nicht die Flut, die durchs Tal kommt und auch nicht die Dürre, nicht ein Herzstillstand, nicht ein Erdbeben. Es geht nicht darum, das zu rechtfertigen, sondern es geht darum, dass wir in allem die Freiheit bewahren, die Liebe nicht loszulassen und das Vertrauen, das wir uns erwählt haben, oder zu denen wir erwählt sind. Was meint Ostern? Ostern lässt das Kreuz nicht vergessen, sondern kann das Kreuz so verwandeln. Es ist die Auferstehung jenseits des Todes. Ostern ist auf die Weise ein Neubeginn, der eben nicht nur die Auferstehung meint, irgendwann, wenn wir mal gestorben sind und dann zum Himmel auferstehen, sondern hier. Dort, wo wir uns von Gott alle Kraft geben lassen, ihm zu vertrauen, so wie Jesus ihm vertraut haben. Und selbst wenn es schief geht, was ich keinem von uns wünsche, auch das ist nicht das Letzte, sondern das letzte Wort hat Gott. Der ruft aus dem Tod, Christus ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaft auferstanden.